Buongiorno, meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Mafia. Im letzten Part sind wir in ein verlassenes Gefängnis eingebrochen, haben Dutzend Leute umgebracht, neben dem Politiker, den wir mit einem Sniper-Rifle ausmurksen, würde ich schon sagen. Und jetzt sind wir für Lukas auf dem Weg mit ein paar Blaumännern im Schlepptau. Ah, ich fahre lieber hier so rum, das geht schneller. So. Und ja, wir sind jetzt gerade bei der Nebenmission von Lukas Bertone und wir schauen mal, ob wir das jetzt so einigermaßen kriegen. Sollte ja an sich machbar sein. Wow. Ich glaube, die Bullen haben wir schon mal abgehängt. Das ist gut. Fuck. Ich habe ein Mosina-Sandgewehr, das bringt mir aber null. Oh, scheiße, Mann. Ich muss die Bullen abhängen. Aua! Ja, ihr habt meine Karre kaputt gefahren, ihr Nasen. Komm, steigt einfach in eure Karren wieder ein und lasst mich in Ruhe. Haben wir es bald? Sehr schön. Danke. Ja, wir lassen die Karre einfach mitten auf der Straße stehen. Tolle Idee. So, wo ist der Typ? Da ist er. Schnell, steig ein. Lukas schickt mich. Die Bullen suchen dich. Ich bring dich in Sicherheit. Scheiße, wir haben dich nicht gefunden. Willst du hier noch lange stehen? Ja, back dich einfach durchs Auto. Und jetzt schnell zurück zu Lukas. Betone schnell mit einem halb zerdetschten Auto. Ja, die Betonung liegt vor allem auf schnell. Ja, selber dran schuld, wenn du mir da... jammer nicht so rum. Passt schon. Ja, da stehen wir nicht im Weg. Ja. Und die Karre hat vielleicht gerade mal 30% Leistung verloren, denke ich mal. Wir fahren über den Litteri, das geht, das passt schon. Wir können ja mal an Salieris Barkos vorbeischauen und gucken, ob wir da uns eine andere Karre besorgen können. Weil die ist definitiv im Eimer. Ja, fahren wir mit dem. Komm, hier. Pst. Amigo, einsteigen. Wir fahren mit dem. Komischerweise, jetzt kann ich in die Karre einsteigen. Davor ging's nicht. Warum auch immer. Naja, die hat ja auch schon ein bisschen Dampf unter der Haube. Das geht ja. So. So, wir sind ja schon bald wieder zurück. Gleich wieder bei Lukas. Thank you.
Jetzt fällt mir gerade ein. Die ganze Folge über ist mir schon. Hat mich etwas gestört. Also seit wir diesen Typen abgeholt haben. Ich hätte mal gerne gewusst, was passiert wäre, wenn ich erst eine Sekunde bevor ich ihn abgeholt hätte. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Was wohl passiert wäre, wenn ich bis auf eine Sekunde, wo der Time abgelaufen wäre, was wohl passiert wäre. Das hätte mich jetzt mal wirklich interessiert. So. Also. Hey Lukas, ich hab da was. Ich hab ein Päckchen für dich. Was ist los, Lukas? Sie haben mitgekriegt, wer es war. Sie wissen, wo du bist, und ich habe gehört, dass sie dich heute schnappen wollen. Zum Glück ist alles gut gegangen. Ich könnte jetzt sitzen. Tust du aber nicht, weil Tom zur Stelle war. Danke, das vergesse ich dir nie. War mir ein Vergnügen. Okay, setzt euch erstmal. Tom und ich haben einiges zu besprechen. Okay. Tommy, ich habe was Schönes für dich. Ein 16-Zylinder mit toller Karosserie. Ein echtes Sammlerstück. Und wo finde ich den? So ein Playboy in Oak Hill feiert heute eine Party. Er hat viele Gäste geladen und einer davon besitzt das Auto deiner Träume. Du knackst es wie jeden V16. Aber ansonsten ist es eher ein Kunstwerk als ein Auto. Es ist nicht zu übersehen. Da stehen heute eine Menge teurer Karren rum. Gut, danke für den Tipp. Also, dann holen wir uns mal den V16 Apollyon. Und da halt bis nach Oak Hill tuckern. Na gut, für einen 16-Zylinder können wir uns mal die Mühe machen. So, ach Gott. Warum sind die Blinker denn immer so schlecht zu sehen? Nein, wir fahren hier unten. Hier unten lang fahren wir. So. Auf dann. Warum müsst ihr denn immer abbiegen, ohne zu blinken? Ihr geht mir langsam ehrlich auf den Keks damit. So, jetzt hänge ich euch eh ab. Wie kann das sein, dass ihr jetzt hier an mir dranbleiben könnt? Oh Mann. Ja, du mich auch. Ja, dann viel Spaß mit der Karre. Ich besorge mir mal eine neue in der Zwischenzeit. Ja, ich glaube, das wird das Auto sein, von dem er gesprochen hat. Oh Mann, sowas werde ich mir nie leisten können. Hey, glotzt nicht so, sonst macht ihr's kaputt. Hört ihr schlecht? Glotzt woanders hin. Haut ab. Wir haben nichts getan. Reg dich nicht auf. Wir schauen es uns doch nur an. Ich weiß doch, wie es läuft. Erst wird geklotzt und dann ist das Auto weg. Haut ab! Ist ja gut. Der Typ spinnt! Ja, sagen wir mal. Belassen wir es mal dabei. So, hoffentlich ist keine Bullerei jetzt in der Nähe. Erst wird geklotzt und dann ist es weg. Mhm.
Fast schon, ne? Aber der fährt sich sehr schön. Der ist gut am Gas. Jawohl, geht mir alle aus dem Weg. So. Und ab dafür. Ja, ein schönes Auto, was wir da haben. Hat aber nach wie vor immer noch 3 Gänge. Finde ich schade persönlich. Ja, aus dem Weg. Ich will doch nur die Bullerei loswerden. Jetzt im dritten Gang dreht er immer noch. Boah, wie schnell fährt er denn noch? Boah. Ja, schnappt die. Versucht mal, wieder dran zu bleiben. Hier mit euren süßen 6-Zylinder-Motörchen. Gegen den 16-Zylinder habt ihr eh keine Chance. Hallo. Wo kommen die ganzen Polizisten her? Haben die Donutläden heute in der ganzen Stadt irgendwie geschlossen oder was ist los? Ja. Auf, komm, gib Gas. Zack. Wieso lebt der noch? So, geht doch. So. Was können wir denn entfernen? Irgendeine Karre, die wir nicht brauchen. Der kann weg. Der kann weg. So. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, ich belasse es dabei und beende den Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dahin.